Das ist sie, die Bestseller-Autorin 2008, Charlotte Roach. Eigentlich sieht sie ganz harmlos aus, aber Vorsicht. Hygiene wird bei ihr kleingeschrieben. Feuchtgebiete von Charlotte Roach. Lesung, erster Satz. Jetzt kommt der eigentliche erste Satz des Romans. Achtung, anschnallen. Solange ich denken kann, habe ich Hämorrhoiden. Ja. Da habe ich lange dran gefeilt an dem Satz. Da habe ich echt gedacht, oh, Charlotte, kannst du wirklich so einen seriösen Roman anfangen? Da habe ich gedacht, ja komm, dann weiß der Leser direkt, wo der Hammer hängt. Nicht erst so eine Landschaftsbeschreibung und dann auf Seite 3 mit den Hämorrhoiden um die Ecke kommen. Nee, direkt in die Fresse, so. Die Sprache ist, naja, sagen wir, offen, direkt. Sind die Feuchtgebiete nun Literatur oder doch nur pornografischer Ekelroman? Wenn man das Buch so ganz ernst liest, dann kann man, glaube ich, sehr wütend und angeekelt sein. Aber wenn man die ekligen Sachen als lustig sieht, dann kann man sehr viel Spaß haben. Über 1 Million Mal verkaufen sich Charlotte Roaches Feuchtgebiete. Kein anderes Buch war in diesem Jahr so erfolgreich und um kein anderes Buch entbrannten heftigere Diskussionen. Erklärungsversuche. Man erkennt sich manchmal wieder, nicht immer, aber manchmal. Ich finde, dass du da in dem Buch wieder Frau sein darfst oder Mädchen sein darfst. Vom Geruch her, von allem, was du so mit dir, mit deinem Körper machst und hast, finde ich gut. Ich bin mal gespannt, wie sich mein Sexualleben nach der Lesung entwickelt. Ob für die nächsten 2-3 Monate Schluss ist oder nicht. Schade wäre es in jedem Fall. Hier ist sie. Herzlich willkommen bei Menschen 2008, Charlotte Roach. Bitte sehr. Da ist ein Plätzchen reserviert. Ah. Dankeschön. Danke. Charlotte, ja. Ist es dir selbst manchmal unangenehm? Ja. Ja, ja, das, ich muss die ganze Zeit über Analverkehr reden. Ja. Das ganze Jahr. Nein, das ist schrecklich. Also mit mir heute nicht. Danke. Das Versprechen kann ich schon mal geben. Ha, schön. Ja? Gut, aber es wird ja wahnsinnig diskutiert. Was sind das für Menschen, die das Buch kaufen? Die in die Lesung kommen, sind ja die, die mutig sind und dazu stehen. Das sind sehr viele junge Frauen, also 90% junge Frauen im Publikum. Dann gibt es wahrscheinlich auch welche, die das heimlich im Internet bestellt haben, die kenne ich nicht. Ja. Und wird das gekauft, um zu lesen oder wird das gekauft, um zu verschenken? Eckhard von Hirschhausen hat eingangs der Sendung gesagt, er lebt auch von den Leuten, die seine Bücher kaufen, um sie zu verschenken. Das weiß ich nicht mit dem Verschenken, das kenne ich bei meinem Buch nicht. Ich habe nur sehr oft gehört von Leuten, die haben das gekauft, angefangen zu lesen und dann wütend gegen die Wand geworfen. Das muss dir aber als Autorin egal sein, weil es ist ja dann schon bezahlt. Naja, da, so zynisch denke ich aber nicht. Also, ja. Nee. Aber das macht Leute wütend. Also viele hören an irgendwelchen Stellen im Buch aufzulesen. Ja. Hat es jemand von Ihnen gelesen hier im Publikum? Hier sind 600, 700 Leute. 1, 2, 3, 4. Rein statistisch. Ein paar mehr werden es schon noch sein. Ja. Ist so ein bisschen wie Bild-Zeitung oder McDonald's. Ne? Keiner liest, keiner isst, aber irgendwie... Also mein Buch mit der Bild-Zeitung zu vergleichen, das ist eine schlimme Beleidigung. Das ist ja wohl hoffentlich das Gegenteil von Bild-Zeitung. Charlotte, es ging mir um die Beschreibung eines Phänomens. Wie viel ist denn von dir persönlich da drin? Hat es autobiografische Züge oder ist es eine komplett ausgedachte Geschichte? Jetzt kommt er mit der Knallerfrage, ne? Oder? Ja. Das ist so... Also es sind viele Peinlichkeiten von mir da drin. Das ist nicht so, dass ich ein Mensch bin, dem nichts peinlich ist oder der sich vor nichts ekelt, sondern ganz viele Sachen da drin sind Sachen, für die ich mich schäme an meinem eigenen Körper. Was haben deine Eltern gesagt, als sie das Buch gelesen haben? Die haben das nicht gelesen. Bist du verrückt? Ja, ich habe denen das verboten. Wie verboten? Ja, die dürfen das nicht lesen. Als es rauskam, habe ich zu denen gesagt, ich flehe euch an, versprecht mir, das nicht zu lesen. Und das haben die bis jetzt nicht gemacht. Das sind stolze Eltern, die sind stolz darauf, was die Tochter so leistet. Bestseller des Jahres. Nee. Die waren früher stolz auf mich, als ich Fernsehen gemacht habe. Aber seit dem Buch nicht mehr. Ja? Wirklich, wahr? Ja. So sagen die manchmal, die kennen wir gar nicht so ungefähr? Ja, so. Und die schämen sich für den Nachnamen und so. Ja. Das sorgt für viel Ärger in der Familie. Wie alt ist deine Tochter? 5. 5? Ja, die hat gerade lesen gelernt, leider. Ja.